könnte auch einfach die Tür nehmen, ne? Servus. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Da Tigerle, cooles Schiff hast du da, Chief. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um den Frieden nicht zu gefährden, schwöre. Hinten habe ich so, okay? Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Jetzt, da ich mein Schiff wieder habe, kann ich es offen sagen, ich will nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different. So welcome aboard. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Kennt ihr zwei euch? Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again-off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. Papati, du wolltest doch mit Junlei reden. Das ist deine Gelegenheit. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking. I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Du musst doch nicht so förmlich sein, Parvati. Force of habit, I guess. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Ja, so eine Schreckschraube ist die doch gar nicht, wie die alte meinte. Du darfst dir ruhig frei nehmen, wenn ihr eure Aufzeichnungen persönlich vergleichen wollt. Was vorne? Wow, great! I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Sorry. Danke, Junlei. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Gut gemacht, Parvati. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Ich hab gehört, ihr habt ein Hitzeproblem. Was ist los? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Warum hast du sie noch nicht repariert? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Gibt es keinen Spielraum für Kompromisse? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert, und meine Preise sind angemessen. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Die hinteren Buchten? Soll ich wissen, wo das ist?
Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Ich beschaffte die Teile aus den hinteren Buchten. Diese Teile gibt's nur da. Können wir das nicht mit den Leuten da unten ausdiskutieren? Hast du schon mal jemanden losgeschickt, um die Teile von dort zu holen? Das ist eine interessante Frage. I have. One of my engineers plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Ist jetzt zwar nicht die feine Englische von ihr, aber irgendwo kann ich es verstehen, ja. Warum sind sie so wichtig? Ja, das ist ja wohl klar. Eine vulgäre Geste mit beiden Händen machen? Natürlich nicht. Warum sind sie so wichtig? Mardits are descended from the original Marine Detachment that crossed the void with Groundbreaker. I don't put their lives on the line if I can avoid it. Diese Teile gibt's nur da. You must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth, and the Board monopolizes that kind of trade. That means I'd have to negotiate with the Board. I've already given them the shops, the docking fees, and a damn embassy. Das klingt nicht nach Verhandlungen, eher nach bürokratischem Coup. Aber verzögerst du durch die Aufschlachtung der Systeme der Groundbreaker nicht nur das Unvermeidbare? Fatalism has got no home on Groundbreaker. We aim to weather the storm, no matter how bad it gets. Between us captains, I try to avoid sounding as bleak as you. Even if I'm feeling down, the crew doesn't need to hear it. Können wir das nicht ausdiskutieren? Those idiots are immune to reason, and they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. If you could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. Wir beschaffen sie. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Parvati, du wirst sie noch öfter sehen. Was haben wir denn da? Ich finde es lustig, dass man hier in jedes Terminal rein darf. Tägliche Checkliste. Kühlkörpertemperatur, Rohrüberlauf, Lebenserhaltungssysteme, Mannschaftsmoral, geplante Aufenthalte, Checklistenwartung, Zähneputzen, du schaffst das, Junlei. Persönliche Dateien, hintere Buchten. Mehr Beschwerden über den Zustand der Andockstation. Ich habe den Mardits schon mehrmals gesagt, dass sie McReed und seine Banditenbande von dort vertreiben dürfen. Sie sind so damit beschäftigt, Haftbefehle und Rechtfertigungen in Papierform zu bekommen, dass jemand anders all ihre Probleme inoffiziell lösen soll. Tut mir leid, Jungs, nicht meine Aufgabe. Traumbot, du bist ein Drecksack. Status der Promenade. Seit Martin Callahan hier aufgetaucht ist, ist die Moral um 18% gesunken. Muss an der verdammten Maske liegen. Noch eine Wanze im Büro gefunden. Das Ding war so groß wie ein Wurfball und das Kabel hat direkt zu Supply zurückgeführt. Sehr subtil wie immer, Lilia. Hätte schwören können, der Roboterkoch kam zusammen mit einem Konzerntechniker hier an. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass der Typ die Station je wieder verlassen hat. Muss ich mir mal genauer ansehen. Brettlage beim Rest and Go läuft langsam aus dem Ruder. Wehe, wenn Esel die kleinen Wistviecher wieder züchtet. Ich schwöre beim Gesetz, dass ich ihren Stand dann aus der Luftschleuse werfe. Nachrichten von Hugh Bedford. Betreff, liebe Dame. Oh. Betreff, liebe Dame? Wow. Der ist übel. Die Implikation deiner Anschuldigungen rauben mir die Luft zum Atmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Ein Vermittler des Vorstands ist schließlich dafür da, zwischen wichtigen Parteien wie dir und dem Vorstand zu vermitteln. Wenn du dich dazu entschließt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solltest du noch einmal über die Expansionsentwürfe der Botschaft nachdenken, die ich bereits präsentiert habe. Zeichen des Entgegenkommens werden stets gebürdigt. Udom Bedford, zertifizierter Vermittler. An Hugh Bedford, betreff Quertreiber. Der Vorstand hat meinen Antrag auf neue Kühlkörperteile abgelehnt. Mal wieder. Selbst nachdem ich Ihnen die Sache mit gezielten Spendengeldern schmackhaft gemacht hatte. Was aber komisch war, ist Folgendes. Als ich meine Administratorprivilegien genutzt habe, um den ausgehenden Funkverkehr zu überwachen,
Ist mir dein Büro ins Auge gefallen? Du hast deine Worte mit Bedacht gewählt, aber da war ein interessanter Satz im Transkript. Lass den Frosch noch ein bisschen länger köcheln. Und jetzt stehe ich ohne Kühlkörperteile da. Du spielst mit unserem Leben. Haben sie dich auf mein Schiff geschickt, nur um mich zur Weißglut zu bringen? Oder machst du das aus Spaß? JT. Eventuell... Ne, du bist die Falsche. Eventuell bringe ich ihn auch um. Wenn ich irgendwann eine Knarre mit Schalldämpfer finde. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. So, wir laufen ja einmal durch für Parvati. Oh, versiegelt. Ja, das ist wieder Diebstahl. Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful Militärtraining, ja, sicher das. Ey, cool, das ist ein Aufzug. Also halten. Übergang zur hinteren Bucht. Und warum ist mein blödes Taufen schon wieder leer? Und warum hat es hier in dem Backofen 10.000 Grad, ey? Sag mal, Chat, lebt bei euch noch einer oder seid ihr eingepennt? So, Moment einmal, Captain McGreed. Der war verkehrt. Den sollen wir doch irgendwie töten, oder? Wer ist da? Finde Captain McGreed und bring ihn zur Strecke. Easy. Frage Parvati nach Chunlei. So, freie Passage, eine Navigation, wahres Glück ist ein warmes Raumschiff. Nehmen wir mal den da. Hey McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. I mean the king? This guy's crazy, even by my standards. Das ist das. Oh. Hey. Hoppala, bin aufgerutscht. Ich bin am Nachladen, sag mal. Die machen alles rein. So. Das ist mir hier egal, die brauchen nichts mehr. So. Wäre leichte Munition. Und der hat nix. So. Wir fangen mal da vorne. McGreeds Feuerzeug. Bitmodul. Energiezelle Montag. Montag? Ne, heute ist Sonntag. Morgen ist Mario Kart Monday. Montag. Na Plumsi, freust dich schon? Oder bist du morgen gar nicht dabei? Ach, hier hätte man sich schleichen können. Oh, was liegt denn hier? So, die haben wir schon. Energiezelle, glänzender Servo-Rüstungsteile. Wir müssen nachher verkaufen.
Irgendwo sind ja nur mehr. Boah, meine Hände sind patschnass, ey. Front-Roboter-Einheit. Warte mal. Ja. Irgendwo sind hier noch Feinde, da drüben. It's so cozy. Magdiedrich, Energiezellen, Laborkittel. Dietrich, Plasmagewehr. So, die brauchen hier nichts mehr. Hier haben wir noch was. Irgendwo gibt es ja sicher ein Terminal, wo ich den Ding da anmachen kann. Energiezelle, Servo, Rüstungsteile. Dasselbe. Banditen Scharfschütze. Den weg. Wo macht man das? So, Energiezelle, Fit-Modul, was haben wir da? Junior Mykologen Protokoll. Als ich auf die Groundbreaker gezogen bin, dachte ich, das wäre mein Tor zu den Sternen. Der Anfang meiner epischen Saga als Spacer. Jetzt züchte ich für einen Haufen Banditenpilze. Nicht mal um sie zu verkaufen, sie essen sie nur, eine Handvoll nach der anderen. Einige der Leute hier sind seit Wochen auf einem Trip. Schätze, es könnte schlimmer sein. Ich habe von einem Supply-Dienstleister gehört, den sie in Chemikalien aufgelöst und das Chlor runtergespült haben, weil er Lilia beklaut hat. Aber McGreed ist immer glücklich, mich zu sehen. Nennt mich sein Pilzkumpel. Pumpel. Ist das jetzt, soll das echt Pumpel heißen oder ist das wieder ein Fehler? Aktualisierung. McGreed hat gerade einen Typen verbrannt, weil seine Schnürsenkel offen waren. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht sollte ich vorsichtiger sein mit dem, was ich züchte. Muss was finden, was ihn ruhiger werden lässt. Zeit für ein paar Experimente. Ich glaube... Arbeitsweste Teil 7. Oh, ich glaube, er züchtet nichts mehr. So, hier mal leer. Mit Modul, so, wie komme ich denn darüber? Ist da irgendwo eine Tür? Nö, ne? Ah, andere Seite, okay. Na, denn ist ja gut, haben wir den falschen Aufgang genommen. Da war was. Ja. Die können wir oben verkaufen. So, wir gehen mal so hoch. Man kann auch einfach hier hochgehen, wenn, okay. Muss man nicht fahren. Oh yeah? Fuck your birthday.
Na, die sind ja nett. Here we go. Oh! Hey! Modul. Wir lassen mal mehr Lieder machen. Upsi. Liz gonna be pleased as pie when we show her these. Waffenteile, Rüstungsteile, Bitmodul, Stoßpistole. Oh. Ach, hier ist er mal wieder. Na, das war doch mal easy. Sag mal, ich hab dich gesehen. Bitmodul Nicopet. So, da haben wir nix. Ab nach oben. Vorteile bringen dir und deinen Begleitern irgendwas. Wissenschaftswaffen haben schräge und nützliche Effekte. Sie verursachen Schaden. Je höher deine Wissenschaftsfertigkeit, desto mehr davon. Okay. Wenn du deine Entschlossenheit erhöhst, kannst du mit Aktivierungen deines Inhalators deine Begleiter heilen. Was? Oh, das Ladebildschirm immer, hä? Pack das Ding weg. Ich sagte, pack das Ding weg. Servus. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Schön. Ich habe die Teile für die Kühlkörper. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Mantilarven? Definiere klein. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators and here we are. Okay. Ich hab dir doch schon die Teile gebracht. Wieso soll ich jetzt irgendeinen Wartungsschacht runter? Ah, komm. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. So. Ah, hier. The controls are in the back of the machinery staff area. Keep clear of the radiator. You don't need to kill the mantillers, but I'd be mighty grateful if you did. I've got this thing about giant insects. Alter, was ist denn das da? So, eine sind wir los. Warum brenn ich? Mach dir mal was. Ah!
Auto! Wo sind denn noch welche, oder? Sehr gerade so wenig. Aber hier rennen wieder voll rein, ne? Okay, erstmal looten. Mit Modul. Oh, da verbrenne ich mir den Arsch. Auch nichts drin. Bitmodul, leichte Mund. Mag Dietrich. Ah, guck mal, das darf ich sogar auf einmal so nehmen. Keep him quiet, Cap. Darüber müssen wir. Geht's denn dahin? Upsi! Gut, wir müssen ja darüber. Their mistake. Oh. Hä? Ja, aber was schießt denn da? Einfach mal weg hier. Who's ready for more? Na, guck mal. Mit Modul. Mag Dietrich. Der hat nichts drin. Zelle Rüstungsteile mit Modul. Oh, die fressen echt gut Munition, die scheiß Dinger hier. Ja. Wo muss ich denn hin, sag mal? Oh, da unten. Wir müssen da runter.
Ah, okay. Wir müssen da oben runterspringen. System. Hier müssen wir runter, okay. Komm ich schon da nicht rein? Lithiumpumpen reaktivieren, sollen wir gucken. Okay. Ich loot erstmal. Ein Ring, eine Energiezelle. So, Lithiumpumpen, Protokolle.